Einleitung. Die Furnierindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig sowohl in Europa als auch in der Thainviertlerkei. Furniere werden bei der Mabel-Herstellung, im Innenausbau und in der Bauindustrie verwendet. Dabei gibt es erhebliche Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei, die auf unterschiedliche Faktoren Zura 1 Viertel, Chufa 1 Viertel Ren sind. In diesem Video werden wir die GAA 1 Viertel Ende FA 1 Viertel R diese Preisunterschiede genauer betrachten und erläutern. Preisunterschiede in Europa und der Thainviertlerkei. In Europa sind Furniere in der Regel teurer als in der Thainviertlerkei. Dies liegt zum einen an den höheren Produktionskosten in Europa, die sich aus höheren Lachninen, Energiekosten und Steuern ergeben. In der Thainviertlerkei sind die Lachni im Durchschnitt niedriger als in Europa, was zu geringeren Produktionskosten FA 1 Viertel HRT. Zudem sind die Energiekosten in der Thainviertlerkei oft gar ein Viertel günstiger als in Europa. Ein weiterer Grund FA 1 Viertel eher die Preisunterschiede liegt in der Währungssituation. Die Thainviertlerkei hat ihre eigene Währung, die Thainviertlerkische Lira, während in Europa der Euro als gemeinsame Währung verwendet wird. Die Wechselkurse zwischen Euro und Lira können schwanken, was sich auf die Preise von Importwaren wie Furnieren auswirkt. Wenn der Euro im Vergleich zur Lira an Wert gewinnt, werden Furniere aus der Thainviertlerkei teurer FA 1 Viertel eher europäische KUFA. Qualitätsunterschiede. Ein weiterer Faktor, der die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei erklären kann, sind die Qualitätsunterschiede bei den Furnieren. In Europa werden oft hochwertige Furniere hergestellt, die strenge Qualitätsstandards FA 1 Viertel N MA 1 Viertel SN. Dies FA 1 Viertel HRT zu höheren Preisen FA 1 Viertel eher europäische Furniere. In der Thainviertlerkei hingegen werden häufig preisgar 1 Viertel günstigere Furniere produziert, die möglicherweise nicht die gleiche Qualität aufweisen wie europäische Furniere. In Europa sind die Kunden oft bereit, einen höheren Preis FA 1 Viertel eher eine bessere Qualität zu zahlen, während in der Thainviertlerkei der Preis oft entscheidend ist. Dies FA 1 Viertel HRT zu Preisunterschieden zwischen den beiden Märkten. Handelsbarrieren. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei erklären kann, sind Handelsbarrieren. In Europa gibt es oft ZALI und andere Handelshemmnisse, die den Import von thainviertlerkischen Furnieren verteuern können. Diese zusätzlichen Kosten werden oft auf die Verbraucher A 1 Viertel BWLZT, was zu höheren Preisen FA 1 Viertel R thainviertlerkische Furniere in Europa FA 1 Viertel HRT. Umgekehrt können auch Handelsbarrieren in der Thainviertlerkei den Import von europäischen Furnieren verteuern. Dies kann zu höheren Preisen FA 1 Viertel eher europäische Furniere in der Thainviertlerkei FA 1 Viertel Ren und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller beeinträchtigen. Fazit: Die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei in der Furnierindustrie sind auf eine Vielzahl von Faktoren Zura 1 Viertel, Chufa 1 Viertel Ren, darunter Produktionskosten, Wechselkurse, Qualitätsunterschiede und Handelsbarrieren. Es ist wichtig, diese Faktoren zu verstehen, um die Preisgestaltung und Wettbewerbsfähigkeit in der Furnierindustrie besser einschätzen zu können. Trotz der Preisunterschiede gibt es auch Möglichkeiten, FA 1 Viertel eher europäische und thainviertlerkische Unternehmen zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen. Durch den Austausch von Know-how und Technologien können beide Seiten von den Stärken des jeweils anderen profitieren und die Furnierindustrie insgesamt weiterentwickeln. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thainviertlerkei in Zukunft entwickeln werden und welche Auswirkungen dies auf die Furnierindustrie haben wird. Es ist wichtig, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und sich auf Veränderungen einzustellen, um erfolgreich am Markt agieren zu können.